Okay, also wir fangen an. Mit dem Thema Psychosomatik. Lass dich dazu sanft deine Augen schließen und ebenso sanft ein paar Atemzüge in dein Herzchakra, genau in der Mitte deiner Brust, hineinleiten. Das Thema Psychosomatik. Im Grunde genommen ist alles Psychosomatik. Denn, wie heißt es so schön, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das heißt, alles, was ist, wurde irgendwie erdacht. Und unter normalen Umständen läuft das alles wunderbar und reibungslos. Aber wenn wir nicht im Einklang mit uns selbst sind, wenn wir Bewusstseinsinhalte verdrängen, zum Beispiel schmerzhafte Erinnerungen, herbe Enttäuschungen oder harte Wahrheiten, wenn wir Dinge aus unserem Bewusstsein abspalten, dann verlieren wir auch immer den Bezug zu unserem Körper. Das heißt, wir inkarnieren nicht vollständig. Psychosomatik kommt daher, dass wir das Gefühl haben, nein, wenn das Leben so ist, macht es keinen Spaß. Wenn das so ist, habe ich keine Lust mehr. Das ist mir zu krass hier. Psychosomatik, mit anderen Worten, entsteht aus allem, was wir nicht verkraftet haben. Und bei diesen Dingen fangen wir dann an, uns selbst etwas vorzumachen. Und unsere eigene Fantasiewelt zu basteln, so wie Pippi Langstrumpf. Und bestimmte Bewusstseinsinhalte korrespondieren mit bestimmten Körperteilen, die dann nicht genügend mit Energie versorgt werden. Und diese Unterversorgung führt dann zur Erkrankung, zur Verspannung, zu Schmerzen. Weil es ist logisch, stell dir nur einmal vor, du würdest deine Beine nicht spüren. In dem Moment wird all das, was du mit deinen Beinen tust, wird komisch sein, ungelenk, unkoordiniert. Und automatisch beanspruchst du deine Beine falsch und das wird früher oder später zu Schäden führen. Wenn wir uns nicht fühlen, können wir uns nicht nach den Bedürfnissen unseres Körpers gar auf ganz natürliche Weise richten. Und nehmen wir ein Beispiel. Angenommen, du weichst immer Konflikten und Auseinandersetzungen in deinem Leben aus.
dann korrespondiert das mit deinem Rückgrat. Wenn du Konflikten im Außen ausweichst, bedeutet das auch, dass du deinen Gefühlen im Inneren ausweichst. Dein Rückgrat wird mit Energie unterversorgt und hat nicht genügend Spannung. Oder es muss kompensieren und es ist zu viel Spannung und es wird entweder zum Beispiel so etwas wie ein Bandscheibenvorfall geben, Skoliose oder einfach chronische Verspannung. Und jetzt natürlich wirst du es kennen, wenn etwas wehtut in deinem Körper, dann kann es passieren, dass du alles schlimmer machst, indem du wütend wirst auf deinen Körper. Warum habe ich jetzt diesen scheiß Tinnitus? Wieso tut mein verdammter Nacken immer weh? Ich hasse es, eine Frau zu sein. Immer habe ich diese Menstruationsbeschwerden. Und das heißt, du merkst, was du da tust. Du machst alles schlimmer. Denn du bekräftigst abermals, nein, ich möchte mit dieser Körperregion, mit diesem Körperteil nichts zu tun haben, weil es tut mir weh. Aber wie du vorhin gehört hast, ist genau das die Ursache. Dass wir eben mit etwas nichts zu tun haben wollen. Wir wollen die Angst loswerden, wir wollen die Trauer loswerden, wir wollen die Wut loswerden, alles wollen wir loswerden. Und deswegen heißt es in einem Kurs, in Wundern, sehr richtig, der Körper ist der Feind des Egos. Das Ego hasst den Körper. Wenn du dich also selbst heilen möchtest, dann geht es darum, genau das Gegenteil von dem zu tun, wozu du normalerweise verleitet wirst. Nämlich ausweichen, verdrängen, ablenken, nicht hinspüren, betäuben und so weiter. Im Grunde genommen sind deine Schmerzen im Körper so etwas wie schreiende Kinder in dir. Wenn etwas wehtut in dir, heißt es, dieser Teil schreit nach Aufmerksamkeit, schreit nach Bewusstwerdung. Und was machen wir häufig? Wir nehmen Schmerzmittel. Wir lenken uns ab. Und wir kämpfen innerlich gegen die Schmerzen an. Das heißt, es ist schon viel gewonnen, wenn dir einfach bewusst wird, inwiefern du alles ständig schlimmer machst. Und wenn du einfach nur damit aufhörst. Höre auf, es schlimmer zu machen. Nehmen wir ein Beispiel. Sagen wir, du hast Pickel im Gesicht. Wenn du diese Pickel hast, wenn du sie ablehnst, glaubst du, es wird besser?
Sagen wir, du hast Haarausfall. Und jetzt wirst du sauer auf deine Haare, dass sie nicht anständig wachsen. Glaubst du wirklich, es wird besser? Es geht darum, zuzuhören. Welche Dinge möchte mein Körper wieder in mein Bewusstsein bringen? Worauf möchte mein Körper mich aufmerksam machen? Was ich nicht wahrhaben möchte? Womit ich denke, dass ich nicht umgehen kann? Was ich verdrängt habe? Jetzt ist wichtig zu verstehen, häufig zeigen sich bestimmte Symptome erst, wenn deine Seele spürt, aha, jetzt ist sie oder er bereit, mir zuzuhören. Das heißt, viele Dinge erstens brauchen Jahre oder Jahrzehnte. Man hat zum Beispiel festgestellt, Alzheimer zeigt sich 7 Jahre, bevor es eintritt, bereits im Darm. Kann man schon messen, 7 Jahre vorher. Das heißt, wenn du merkst, dass du psychosomatische Beschwerden hast, dann kann es halt sein, dass das schon vor 5, 10 oder 20 Jahren unmerklich begonnen hat. Was kannst du tun? Erstens, du kannst Bilder entstehen lassen. Ich fühle mich so, als ob. Und diesen Satz weiter ausfüllen. Mir jemand die Luft zum Atmen nimmt. Aha. Wer in meinem Leben war das? Ich fühle mich so, als ob ich aus der Haut fahren möchte. Aha. Wann in meinem Leben habe ich das erste Mal so empfunden? Wen habe ich beobachtet? Vielfach übernehmen wir psychosomatische Symptome von engen Bezugspersonen. Ich habe festgestellt, dass Symptome häufig eine Generation überspringen. Das heißt, häufig sind die Großeltern eine gute Fährte. Und häufig mit den Menschen, mit denen wir uns innerlich solidarisieren, sagen wir lieben unsere Großmutter und sie hat immer ganz viel Verantwortung für alle getragen. Und eines Tages haben wir Probleme mit unseren Schultern. Das heißt, Intuition ist wichtig, um die Psychosomatik zu verstehen. Das Zweite, was du tun kannst, ist, was möchte da aus mir herausbrechen? Vielleicht hast du das Gefühl, wenn du diese schmerzende Stelle spürst, als ob du schreien möchtest. Vielleicht hast du das Gefühl, dich verkriechen, verstecken zu wollen. Vielleicht fühlst du dich genervt. Dann frag dich, woher kommt die Genervtheit? An was in meinem Leben nerve ich mich und reibe mich auf? Ein Kurs in Wundern sagt ganz richtig, dass der Körper von alleine gar nichts manifestieren kann. Es braucht immer eine geistige Ursache. Mit Ausnahme von Verschleißerscheinungen natürlich, die über die Jahre eintreten.
Da besteht die Psychosomatik höchstens darin, warum hast du dir so etwas angetan? Dass es diese Verschleißerscheinung gibt, diese einseitigen Belastungen. Wovon ist das Ausdruck? Eine weitere Möglichkeit, um der Psychosomatik auf die Spur zu kommen, ist, dich zu fragen, was kann ich durch die Symptome tun oder nicht tun? Das, was ich durch die Symptome, durch die Krankheit tun kann, nennt sich Krankheitsgewinn. Selbst ein gebrochenes Bein kann psychosomatisch sein. Ich habe mir mein Bein gebrochen. Was ermöglicht mir das gebrochene Bein? Aha, ich kann zu Hause bleiben. Was brauche ich durch die Krankheit, durch die Beschwerden nicht zu tun? Ah, ich habe Migräne, ich brauche keinen Sex zu haben. Ich habe Migräne, dann kann ich endlich eine Pause machen. Wenn ich keine Migräne habe, erlaube ich mir nicht, eine Pause zu machen. Das heißt, gehe immer davon aus, dass die Krankheit, die Beschwerden, die Schmerzen nicht gegen dich sind, sondern für dich. Da spricht deine Seele zu dir. Eine weitere Möglichkeit bei Psychosomatik ist, um der Sache auf die Schliche zu kommen, dass du die Logik umdrehst. Sagen wir, du hast Übergewicht und du sagst, ah, weil ich Übergewicht habe, schäme ich mich so sehr. Und häufig ist es so, dass die Kausalität genau umgekehrt ist. Weil ich Schamgefühle habe, die ich nicht fühlen möchte, nehme ich zu. Oder du sagst, ich habe Übergewicht, deswegen fühle ich mich nicht attraktiv für das andere Geschlecht. Dreh die Logik um, sag, vielleicht habe ich Angst, attraktiv zu sein. Vielleicht kann ich damit nicht umgehen, wenn ich begehrliche Blicke bekomme. Vielleicht bin ich enttäuscht worden, dass man mich nur als Körper betrachtet hat. Und jetzt habe ich beschlossen, ich möchte gar nicht mehr attraktiv sein, weil dann fühle ich mich benutzt und degradiert. Das heißt, probehalber, dreh mal die Logik um. Nehmen wir die Menstruationsbeschwerden. Weil ich solche Menstruationsbeschwerden habe, habe ich gar keine Freude daran, eine Frau zu sein. Vielleicht ist es umgekehrt. Vielleicht hast du keine Freude, Frau zu sein und deswegen hast du die Menstruationsbeschwerden. Und häufig ist es so, in der Psychosomatik drückt sich etwas aus, was eigentlich die ganze Zeit in dir vor sich geht, ohne dass du dem Beachtung schenkst. Häufig merken wir das erst in Träumen. Wir haben einen Traum und in dem Traum träumen wir immer wieder, dass das Wasser steigt und steigt und steigt und wir haben Angst zu ertrinken. Und wenn du genau hinschaust, wirst du feststellen, dieses Gefühl habe ich den ganzen Tag lang. Bloß erscheint es mir so normal und ich glaube, allen anderen Leuten geht es auch so. Ich glaube, die Welt ist so, dass es mir nicht auffällt. Und in der Nacht versucht sich dein Körper immer von allem, was dich belastet, zu entledigen.
Und Psychosomatik ist im Grunde genommen nur das, wovon dein Körper es nicht schafft, sich zu entledigen. Du lässt die Gefühle nicht raus, im Traum kannst du es nicht verarbeiten und so weiter. Und was du jetzt im Grunde genommen, eine Sache, die es gilt zu lernen, um der Psychosomatik, um diese Psychosomatik zu meistern, ist, dass du lernst, Gedanken zu denken, obwohl alles sich in dir anders fühlt. Sagen wir, alles in dir fühlt sich hilflos und ohnmächtig und trotzdem glaubst du nicht länger diese Gedanken der Hilflosigkeit und Ohnmacht, sondern du kultivierst das, was dir in deinem Herzen gefällt, nämlich die Idee, kraftvoll und lebendig zu sein. Und du beginnst, etwas zu glauben in deinem Herzen, noch bevor es so ist. Das ist unter anderem das Geheimnis. Sonst bist du in der Regel in einem Schmerzkreislauf drin. Dein Körper tut dir weh. Deswegen fühlst du dich hilflos, weil du dich hilflos fühlst, tut dein Körper dir weh und so weiter und so weiter. Weil du genervt bist, hast du einen Tinnitus, weil du Tinnitus hast, bist du genervt, weil du genervt hast, hast du noch mehr Tinnitus und es geht immer rund und rund und rund. Das heißt, dass du in der Lage bist, Joe Dispenza nennt das so schön, den Kopf aus dem Körper ziehen. Dass du in der Lage bist, einen Gedanken zu kultivieren und heilig zu halten, auch wenn er noch in deiner Welt noch nicht sichtbar ist. Das heißt, du säst einen Samen, du fängst an, deinen Körper zu lieben, auch wenn er wehtut. Du fängst dran zu glauben, dass es dir Spaß macht, eine Frau zu sein, auch wenn alle Erfahrung dagegen spricht. Und damit steigst du aus. Ja, dann lass dich einmal tief durchatmen. I have walked 1,000 miles. I may have to walk 1,000 miles more, just to find out what it is I've been running for.